Guten Tag, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Ich möchte gerne mit euch im Kreativmodus bauen. Eine Welt, eine schöne Rundspielwelt. Ich bin sehr begeistert wieder von vielen Games. Ich war lange krank. Tut mir leid für ja wenige Videos oder gar keine Videos in letzter Zeit, weil ich eben sehr geschwächt war. Vor allem die Stimme war ja übel geschwächt, also so richtig abgehackt. Und ja, das liegt daran, dass ich schwer krank bin, tut mir leid. Aber es geht mir schon wieder viel besser und ich bin zuversichtlich, dass ich sehr lange auch wieder Videos machen kann. Und dass es extra Motivation gibt, habe ich mir gedacht, dass ich mir eben so eine Adventure Map mache, weil im normalen Survival-Modus habe ich natürlich nicht immer so viel Motivation. Das Spiel, ja, ist für mich auch schon extrem ja, abgehakt, also so ein bisschen schon fertig gespielt sozusagen. Also die Dauer, in dem ich das Spiel schon spiele, ist schon extremst groß. Also sage so 2000, 3000 Stunden. Und da hat man natürlich nicht immer so viel Motivation. Die Änderungen der letzten Patches ist natürlich auch noch nicht so groß, dass es wieder wirklich etwas Neues gibt, außer viele neue Blöcke und ja, ein bisschen mehr Survival-Elemente. Aber mal schauen, im Kreativmodus wird auch sehr viel möglich sein. Wir bauen eine Welt, wir machen eine Art Challenge draus. Das ist so, es gibt ja eben Biome und in diesen Biomen gibt es ja, andere Sachen, wo wir bauen können und wir werden pro Biom dann immer wieder etwas Neues bauen, aber das zusammenpassend ist, also zu einer Story gehört. Einfach der Baustil ändern, die Begebenheiten, ob es wirklich ein böses oder ein gutes Grund, also Biom ist und so weiter. Also wir werden viel mit Monstern machen, die Monster wirklich auch ja, so gut wie möglich implementieren, verbessern, also ja, dass es geht. So, ich habe mir jetzt gerade hier einen Krater ausgehoben. Wir wollen ein Portal machen. Ich dachte zuerst an ein Nether-Portal, aber es ist jetzt nicht gerade noch nicht gerade so ein Krater. Ich mache noch kurz ein bisschen weiter und dann überlege ich mir noch kurz, was es zu ja, was es sein soll. Mache hier noch mal ein paar Blöcke hin. So. Bin natürlich noch nicht geübt wieder und die neuen Blöcke kommen ja auch noch sehr seltsam, also selten vor. Also, dass ich mir dann die Blöcke auch noch nicht so ausgiebig ja, kennengelernt habe. Sorry. Und ja, ich möchte gerne irgendwie ein Portal machen, das ein bisschen zu unserer Welt passt. Das sieht mal nicht schlecht aus. Tiefen Schieferziegel. Ist aber jetzt nicht unbedingt für den Boden geeignet, deshalb brauchen wir einen ähnlichen Block. Möchte gerne etwas Zerstörteres machen. Gibt es so etwas? Bin mir noch nicht so sicher. Machen wir da. Der Bruch. Tiefen Schief. Da sieht. Also ihr dürft mir gerne immer wieder ein bisschen helfen, beziehungsweise einfach Verbesserungsvorschläge bieten, Ideen und so weiter. Ich hoffe, ihr macht mit, weil ich bin natürlich auch wieder jetzt extrem unbekannt sozusagen. Also ich hoffe, ich sehe wieder ein paar Leute, die mir da ein bisschen helfen können, also die ich schon kenne und mir dann wieder ein bisschen helfen können. Ja, wieder der Kanal ein bisschen in den Vordermann bringen und ja, dass alles ein bisschen klappt. Wir werden noch ein paar Mauern oder so setzen. Das ist, glaube ich, der ähnliche Block. Ja, es ist zu dunkel. Mist. Suchen wir mal Tiefen. Der hier.
sieht das irgendwie so ein bisschen zerstört aus. Es ist sehr viel Ausprobieren natürlich. Bei den Profis ist das natürlich nicht so. Die wissen, was sie machen. Aber der Drago, der weiß noch nicht so, was er macht. Aber das wird alles einfach ein bisschen beleuchten kurz. So, und dann können wir eigentlich schon das Portal machen. Ein schräges wäre natürlich nicht schlecht, aber wird es auch cool aussehen. Ich werde jetzt einfach mal kurz ein normales Portal machen, also in der normalen Größe. Sieht halt jetzt nicht so. Okay, es sieht schon gut aus. Sieht schon gut aus. Sieht aber irgendwie wieder ein bisschen böse aus. Lieber nicht das. Wir könnten ein paar Kerzen setzen. Die gibt es hier unten, habe ich gesehen. Ja. Dann nehmen wir mal hellgrün und dunkelgrün. Das ein bisschen besser aussieht nach. Oh, die haben keine Flammen. Diese haben. Ah, jetzt haben sie Flammen. Okay. Das dauert ein bisschen. Ja. Machen wir doch hier nochmal so ein paar Fackeln hin. So. Ja, Feuerzeug. Hopp. So. Nicht so gut zu treffen, aber das macht nichts. Das brauchen wir einfach ein bisschen Übung. So, wunderbar. Jetzt, wie machen wir hier den Weg? Wir brauchen Half-Steps wegen dem Schnee, denke ich mal. Ja, das ist ja das Problem. Das Designen, das machen wir später am besten. Das detaillierte Zeug. Ja, genau, wie es mit hier. Ein bisschen. So. Jetzt können wir hier ein bisschen detaillierter machen. Es wird alles nochmals ein bisschen schöner gemacht. Ich mache es vielleicht auch ein bisschen zwischen den Videos, was jetzt nicht unbedingt so extremst gezeigt werden muss. Ihr dürft gerne wählen, was ihr sehen wollt, ob ihr alles sehen wollt, aber nicht viel. Schneiden werde ich dann, aber da bin ich noch nicht so weit gut drin. Also es hapert ein bisschen mit der Bedienung. Die ist sehr schwer. Ich habe übrigens der Wolf, Da Vinci, der Wolf, ja, mal genommen für den Anfang. Ich denke mal, es ist schon ein sehr gutes, aber auch ein relativ schwieriges, habe ich das Gefühl. Ich habe nämlich fast noch nie geschnitten, also ich bin einfach nicht so gemacht fürs Schneiden, für die Arbeit, die da einfach einfällt. So. Ein bisschen, also da ein bisschen schwierig, alles so ein bisschen richtig zu designen. Da brauche ich noch ein bisschen Übung. Das wird alles, weil ich habe schon längere Zeit nicht mehr so richtig Minecraft gespielt. Ich war auf Instagram von Freunden, aber so richtiges Survival bzw. kreativ und so habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Also es wird alles schon viel schöner aussehen als jetzt geplant, weil ich ja, mich auch schon echt viele Gedanken gemacht habe, bis es endlich ging mit der Stimme und allem. So. Sonst hättet ihr euch gestört oder ja. Weiß ja jetzt auch nicht, wie ihr euch jetzt fühlt, wenn ihr den Drago hört oder so. Bin natürlich nicht der Beste, kann halt krankheitstechnisch auch nicht gerade so extrem hochqualitativ sein, wie ich es gerne hätte. Aber gut. Ich freue mich einfach auch wieder einfach Videos zu machen und auch wenn ich Dislikes habe, beziehungsweise schlechte Kommentare und so weiter, ich werde sie lassen, ich werde mich überhaupt nicht betreffen lassen. Sondern, oh, ich muss wieder die Treppen haben. Ne? Gut.
So, ich muss aber manchmal schauen, ich habe noch keinen zweiten Bildschirm. Der letzte Bildschirm, der geht jetzt gerade noch nicht. Ich brauche unbedingt einen neuen PC, weil mir einfach der Anschluss fehlt, der Bildschirmanschluss. Und so weiter. Dein Ziegel. Nicht groß. Wieso habe ich jetzt wieder groß? Wegen dem Tab. Alt-Tab. So. Es sieht jetzt gerade recht unwild aus. Wir müssen das alles nochmal so ein bisschen wilder machen dann. Ist ja klar. Ihr kennt vielleicht ein paar, ja, vor allem, ja, sage jetzt mal nicht Deutsche unbedingt. Die Deutschen machen es jetzt nicht unbedingt immer so viel. Außer die ganz großen Profis, die mit vielen Abonnenten und alles Mögliche. Ich bin aber nicht so ein Schauer von denen. Ich kann eher sagen, dass ich Englische schaue wegen den Schnelldurchlauf, also wo die Videos einfach ganz viel schneller gemacht werden und so. Das ist für mich eher so etwas, was mir zuspricht. Aber ja, ich bin auch ein bisschen ungeduldiger. Muss ich gerade hier ein bisschen anders haben. Als die Deutschen, ja. Minecraft-YouTuber einfach bieten. So. Aber natürlich, wenn jemand auch etwas so jetzt macht, bin ich natürlich hellauf begeistert. Also finde ich dann wirklich super, wenn jemand auch ein bisschen mitmacht bei Kreativ Adventure Map gestalten, beziehungsweise einfach so mehr ins Bauen geht, als die ganze Survival Grinding und so, das habe ich einfach nicht gerne. Das Grinding von unendlichen Rohstoffen ständig und fast nichts bauen, ist nicht so meins. Ich brauche Minecraft in Baukultur. In richtiger Bausucht sozusagen. Ja, manchmal müssen wir hier nochmals ein bisschen anordnen. Das geht dann easy, wenn man dann den Block auch ein bisschen besser sieht. So, was machen wir jetzt am Anfang? Wir wollen jetzt mal hier runterkommen und dann soweit ein Dorf bauen. Den ersten NPCs. Wir müssen halt NPCs machen. Wir haben kein Mod, wo wir NPCs oder so erstellen können. Werde ich vielleicht irgendwann mal auch machen können. Beziehungsweise, ja, machen lassen können vielleicht. Ich hoffe es jedenfalls. Dass da auch mal etwas gemacht wird, weil das ist natürlich eine Mordsarbeit. So, wie machen wir das am besten? Das ist immer schwierig so. Jetzt muss ich irgendwie wieder hier runterkommen. Gut, ja, das wird gehen. Mache jetzt einfach mal nur aus diesem Block halb. Heißen die? Steinziegel, Stufe, einfach Stufe. Ja, für mich ist eine Stufe halt etwas anderes. Eine Treppenstufe als Schweizer. So. Wenn ich etwas falsch sage, natürlich Schweizerdeutsch formuliere, dann verbessert mich bitte. Ist natürlich auch ein bisschen schwer, wenn man ständig immer nur Schweizerdeutsch redet. Außer im Internet, also es geht ja schon, aber ist natürlich schon etwas, was wirklich schwer ist als ja, Anderssprechende. Anderssprech, ja, sagen wir Dialekt. So, wunderbar. Also es wird sich ganz vieles verbessern in den nächsten Videos. Aber jetzt am Anfang, ich weiß jetzt gar nicht, was ich so falsch mache, beziehungsweise nicht richtig motivierend für euch mache, beziehungsweise, ja, es ist halt immer so ein bisschen das Problem, wenn du nicht, ja, professionell YouTube machen kannst, möchtest oder so.
Einfach, ich möchte eigentlich nie Werbung schalten, beziehungsweise ja, also Werbung und so richtiges Mega-Videodesign machen. Ich möchte lieber einfach alles ein bisschen, ja, spielerisch machen, also das Spiel richtig zeigen und so weiter. Also keine Einblendung, kein Intro, nichts des Ding, außer ihr wollt es unbedingt natürlich. Ist aber natürlich auch sehr schwer. Und ich bin für mich wahrscheinlich noch nicht so bereit dafür. Also es ist der erste Schritt. Es ist noch nicht der erste Schritt. Also, ja. Geht das gut hier hoch? Also gehen wir noch mal ein bisschen rüber. So. Wunderbar. Immer ein bisschen Biegungen machen. Das ist auch eine Art Tutorial, denke ich, beziehungsweise auch für mich eine Art Tutorial, aber da ich mich schon ein bisschen auskenne mit Bauen, ist es sicher hilfreich für manche. Denke mal euch nicht, natürlich. Ihr seid die Profis. Oder auch nicht. Aber das ist natürlich immer anders. Das kann ich natürlich nicht voraussehen. Schauen. Schreibt mal, ob ihr Profi seid oder Neulinge oder ob ihr Mittelding seid. Würde mich gerne ein bisschen interessieren. Einfach, dass auch ein bisschen etwas los ist, natürlich. Wenn ich so wenig Aufrufe habe und so, dann ist meistens nichts los. Wenn man auch nicht so ein bisschen herumhackt, und das möchte ich jetzt auch nicht. So. Tut mir leid, dass ich jetzt noch nicht so richtig ein Gebäude so gebaut habe, aber wir müssen halt immer schauen, was gerade möglich ist. Weil an einem extremen Hang kann man natürlich kein Gebäude bauen. Das ist jetzt gerade hier ein bisschen gewesen. Also, wenn wir jetzt das kurz noch anschauen, sieht es recht schon toll aus. Jetzt machen wir hier einfach ein paar Häuschen, noch kein Dorf, und schauen, was am besten geht. Geplant ist halt noch nichts so richtig. Das ist nämlich meine zweite Welt. Die erste Welt, die ich gemacht habe, wollte ich nicht nehmen. Das war eine Wüste. Und da war halt das Problem, dass alles natürlich ein bisschen wüstlich, also die Vegetation sieht so ein bisschen wüstenähnlich aus, natürlich. Außer, glaube ich, das eine, wo ich den Namen Azalea noch nicht kenne. Das ist nicht so gefärbt, aber es ist auch ein bisschen grünlich, also ein bisschen. Ich sag mal olivgrün eigentlich. Haben wir gelernt in der Schule. Also. Ja, dann machen wir mal ein Haus. Und wir haben Eichen, also machen wir ein Eichengebäude. Deshalb machen wir mal hier. Entrenntes Eichenholz. Jetzt muss ich kurz schauen. Ah, das sind die kombinierten. Einfach mal kurz schon hier ein Gebäude. Mal ein Holzfällergebäude oder so. Oder hier könnte man eigentlich so eine Art, so eine Mine dort rein oder. Ich baue jetzt einfach mal kurz ein Gebäude. So. Bauen wir einfach mal kurz in einem leichten Baustil. Da nenne ich so ein, ja, First-Survival-Baustil, weil, ja, den habe ich so ein bisschen erschaffen, weil es einfach ganz leicht ist. Aber es wird natürlich immer besser. Wir werden vielleicht auch die Gebäude immer wie mehr umbauen. Hoffe, ich mache jetzt gerade nicht einen Fehler. Ach, diese Bäume immer wieder, das wird auch ein bisschen Arbeit werden. Aber wir könnten auch die Dinge hochmachen, die Random Tick Rate. Ich möchte eigentlich nichts verändern am besten. Ich bin nicht so der eingeübte Umänderer von Befehlen. Wir haben natürlich ein paar Sachen entfernt, schon am Anfang von der World Generation. Also Mob Griefing und so wird es nicht geben. Das ist einfach dann zu schade für die Spieler, die die Map dann spielen, wirklich auch Rollenspiel machen.
Und das ist natürlich ja sehr schwer. Also ja, ich kann es jetzt gerade nicht so erklären. Also wenn alles zerstört wird und ja, die Spieler würden dann wirklich wahrscheinlich schon ausrasten, wenn sie irgendwas kaputt haben, wie eine Redstone-Schaltung und so weiter. So, das ist jetzt wirklich gerade nur ein Anfang. Wie sieht das eigentlich mit dem Boden aus? Sieht das gut aus? Ah, das ist jetzt wirklich in einer Richtung. Müssen wir das auch in einer Richtung machen? Ich bin nämlich sowas von nicht geübt mit den neueren Patches. Ich habe immer wieder gerne Mods auf 1.12.2 gespielt. Und Let's Play. Ja, das ist jetzt wieder geändert. Also machen wir das so. Wie geht das mit dem Anordnen? Das ist wirklich je nach Blickrichtung angeordnet, denke ich mal. Das sieht wirklich sehr schön aus. Das könnten wir eigentlich an der Wand auch ein bisschen machen. Aber wie am besten, wenn wir das hier so hinmachen, ist hier schon mal ein extremer Anfang. Neue Baustile lernen. Ja, das ist toll. Da haben wir noch vergessen. So. Das sieht, also, ihr müsst verstehen, jetzt gerade momentan bin ich im Gothic-Hype. Ein Spiel von Paranobites von Deutschland und also ein Spielserie sogar. Und also damals, die haben sich getrennt von Shoewood und oder Joewood und sind dann einfach auf Ryzen und jetzt Alex, Alex 2 weiter in andere Gefilde. Was mir jetzt nicht mehr so gefällt, also ich bin 1, Gothic 1, 2 Fan, 3 bin ich nicht mehr so Fan. Das wahrscheinlich geht wahrscheinlich sehr vielen so. Und ja, der Elder Scrolls, Elder Scrolls Skyrim, also beziehungsweise eher Morrowind, das ist natürlich noch viel besser für mich geeignet. Und das werden wir sicher auch ein bisschen machen, also richtige Fantasy ist der richtige Fantasy. Aber vor allem realistisch. Also es ist so eine Mischung aus richtigem Realismus und Fantasy gemischt mit Magie, mit viel Magie. Alles Mögliche. Also, das wird extrem. Also, ich muss mir noch ein bisschen Gedanken machen über dieses Haus. Wir haben nochmal kurz wegen der Dauer. Das ist immer so das Problem. Ja, ich mache langsam Schluss mit dem Video. Ich hätte gerne noch ein bisschen länger gemacht, aber für die ersten Videos machen wir am besten nicht so viel Länge, damit wir auch etwas füllend haben. So, noch ein paar Sachen machen. Ja, das Reden werde ich jetzt eigentlich fertig. Also ihr dürft gerne auch jetzt das Video beenden, wenn es euch langweilt oder so. Natürlich, klar, nicht immer so leicht. Mache hier innen auch noch zu. Sonst spawnen hier Monster. Gut. Und die nächsten Parts werden natürlich auch ein bisschen spannend, ein bisschen cooler. Da bin ich mal gespannt, also sehr gespannt. Ich werde die Welt natürlich dann zum ja, runterladen. Hochladen. Und ja, alles weitere auch bei Discord am besten. Twitter werde ich da auch aktiv sein. Mal schauen, muss ich auch wieder reinkommen. Und so weiter. Das sieht richtig schön aus. Das haben wir cool gemacht. Also für jeden Feedback, jede Kritik, alles Mögliche seid ihr natürlich gerne dazu, dass es möglich ist, dass ihr dürft alles machen. Und ja, am besten ein bisschen erklären, wieso und warum.
damit ich da auch ein bisschen verstehe und nicht gerade als Hate oder so sehe. Ist dann das Problem? Dann machen wir mal weg. So. Gut, also, jetzt habe ich doch noch mal ein bisschen halt etwas Wichtiges gesagt. Ich mache es dann im nächsten Video natürlich nochmals ein bisschen, wenn ich es nicht vergesse. Bedanke mich fürs Zusehen und eben, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Feedback habt, Ideen habt, alles Mögliche dürft ihr gerne in die Kommentare schreiben oder auch auf Discord auf meinem Channel oder privat da mir ein bisschen Tipps und diese Sachen machen. Ja gut, nächsten Parts werden immer ein bisschen besser werden. Jetzt momentan ist auch ein bisschen die Nervosität. Und ich muss mich wieder reinfinden im Spiel. Also wenn ich mich wieder reingefunden habe, wird ja auch ein bisschen mehr wieder geredet, weil das ist natürlich schon schwer, spielen und reden gemeinsam. Das ist leider so. Gut, also haben wir alles ein bisschen ja, noch verbessert. So, und ich werde das nächste Video natürlich dann wieder zeitnah machen. Also ich denke morgen so um 11, 12 Uhr. Danach, ja, direkt wieder Fragen beantworten und alles Mögliche. Sehr aktiv sein auf YouTube. Falls etwas kommt, also immer wieder bereit sein, ihr bekommt schnell die Antworten. Die Brücke machen wir dann. Wir machen so eine Bogenbrücke, denke ich mal, oder eine halbe Bogenbrücke aus Holz. Und ja, eben. Ich werde mir Gedanken machen. Bis dann, Dankeschön fürs Zusehen und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.